Stefan Krams, geboren 4. Januar 1985 in Grevesmühlen. Wohnhaft in Hildesheim, Ihr Familienstand? Ich habe keine Familie. Ich habe noch nicht mal eine Freundin. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch klein war, und wer mein Vater ist, weiß ich nicht. Also ledig. Beruf steht hier arbeitslos, vormals Auszubildender als Pferdewart, und hier steht noch Schwerpunkt Rennreiten. Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, ich habe alles über Pferde gelernt. Ich habe über ihre Haltung, ihre Ausbildung, ihr Training und über Wettkampf halt. Und wie gesagt, an ein paar Turnieren als Jockey habe ich auch schon teilgenommen. Sie sind seit 1. April 2008 in Untersuchungshaft in der JVA Roßdorf. Der Angeklagte betrat am 28.03.2008 gegen 20.30 Uhr den Reitstall des Gestüts der Familie Dölle in Hildesheim, in dem er eine Ausbildung zum Pferdewirt absolvierte. Dort schlich er sich von hinten an Silke Dölle heran, die gerade die Box des Rennpferdes Thunderstorm ausmistete. Er ergriff eine Mistgabel und schlug deren Stielende mit voller Wucht auf den Hinterkopf der ahnungslosen Frau. Diese erlitt eine Gehirnerschütterung und ging bewusstlos zu Boden. Dann stach er mit dem Zacken der Mistgabel dreimal in die Bauchgegend des bekanntermaßen sehr aggressiven Pferdes und lief davon. Das aufgeschreckte Pferd begann wie wild auf Silke Dölle einzutreten. Die vom Angeklagten beabsichtigten tödlichen Verletzungen blieben nur aus, weil Silke Dölles Mutter zufällig vorbeikam und ihre Tochter retten konnte. Silke Dölle erlitt neben einem Hämatom am Hinterkopf und einer Gehirnerschütterung eine komplizierte Fraktur des rechten Unterschenkels, der rechten Elle und der rechten Speiche und der dritten und vierten Rippe links. Sie musste 7 Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden. Silke Dölle wollte den Angeklagten wegen dessen Alkoholproblems fristlos kündigen. Der Angeklagte wollte sie töten, um sie von dieser Kündigung abzuhalten. Der Angeklagte wird somit des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und einem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragraphen 211. Herr Grams, möchten Sie sich zum Anklagevorwurf äußern? Na, und ob ich das will? Verstehe ich nicht, warum ich heute sitze und die letzten Wochen überhaupt im Knast war. Naja, weil hier ein hinreichender Tatverdacht des versuchten Mordes gegen Sie vorliegt und damit natürlich auch ein Haftgrund. Aber sogar meine Chefin sagt doch, dass ich es nicht war. Und die muss doch wissen, sie ist das Opfer. Herr Krams, das Opfer hat den Täter selbst nicht gesehen. Ja? Aber wir haben eine ganze Menge Indizien, die gegen Sie sprechen. Aber ich war es nicht. Wann knüpfen Sie sich endlich diesen Ralf Stahl vor? Der ist es gewesen. Der hatte nämlich ein Motiv gehabt. Der wollte Sie umbringen, weil Sie herausgefunden hat, dass er ein Betrüger ist. Inwiefern ist er ein Betrüger? Naja, er ist in Wirklichkeit gar nicht mit Carina, der Schwester meiner Chefin, verlobt. Also, Carina, die hat einen Unfall gehabt und da hat dabei ihr Gedächtnis verloren. Und dabei kann sich ja nichts mehr erinnern, was vorher gewesen ist. Naja, und dieser Ralf, der nutzt das total aus. Der gibt an, mit ihr verlobt gewesen zu sein, um sie jetzt zu heiraten, um dann in die Kohle ranzukommen. Wissen Sie was? Diese hanebüchende Theorie, die spricht eigentlich nur noch dafür, dass nur Sie der Täter gewesen sein können. Ja? Sie haben den Hengst auf Ihre Chefin gehetzt, weil sie ihn kündigen wollte. Aber das könnte ich doch gar nicht tun. Das könnte ich weder dem Menschen noch dem Tier antun. Ja. Außerdem würde mein Mandant nichts tun, was dem Gestüt in irgendeiner Weise schadet. Dafür ist er dem Herrn Dölle viel zu dankbar. Eberhard Dölle, dem Vater des Opfers. Genau, Herr Dölle, der hat mir eine Chance gegeben. Er hat sich um mich gekümmert. Mhm. Als ich damals noch im Waisenhaus war, da durfte ich sogar nach der Schule bei ihm kostenlos reiten. Und als ich fertig war mit der Schule, hat er mir den Ausbildungsplatz gegeben. Ist denn richtig, dass an dem Abend Silke Dölle Ihnen angekündigt hat, dass sie ihn kündigen wollte? Ja, ja, sie hat ihn wegen ihres Alkoholproblems kündigen wollen. Und Sie haben Ihre Chefin auch noch selbst dafür verantwortlich gemacht, dass Sie zum Alkoholiker geworden sind und zu trinken angefangen haben, weil Sie von ihr unter Erfolgsdruck gesetzt worden sind. Ja, aber es war ja auch ja, so. Ja, eben. Das heißt, Sie haben sich von ihr ungerecht behandelt gefühlt? Ja, sicher. Aber wegen so einer beschissenen Kündigung bringe ich doch niemanden um. Ich bin auch davon überzeugt, dass Ralf Stahl der wahre Täter ist. Ich sage Ihnen mal, wie das war. Das Opfer, das ist ihm auf die Schliche gekommen. Die Frau Dölle, die hat rausgefunden, dass er in Wahrheit gar nicht der Verlobte von ihrer Schwester ist, dass er sich nur als Verlobter ausgegeben hat, um an ihr Geld ranzukommen. Und dann hat die Frau Dölle ihm gedroht, dass sie seinen Betrug auffliegen lässt. Und um das zu verhindern, hat er versucht, sie aus dem Weg zu räumen. Ja? Ach, hallo. Und, gibt's was Neues? Was, Sie haben den Verlobten meiner Schwester? Ja, und sind Sie auch wirklich sicher, dass er es ist? Ich meine nicht, dass der Typ nur das erzählt, damit er an die Belohnung kommt. Ja? Okay, dann kommen Sie bitte sofort mit ihm hierher. Die Zeugin Silke Dölle, bitte. Ich muss gehen. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Platzen Sie nachher nicht einfach so in die Verhandlungen, sondern schicken Sie mir einfach eine SMS, wenn Sie da sind. Ich komme dann raus. Ich muss erst mal Beweise sehen.
Ich weiß ja nicht einmal, ob meine Schwester ihn überhaupt erkennt, wenn sie ihn sieht. Frau Dölle, sind ja. Sie? Kommen Sie bitte rein. Okay, dann bis gleich. Tschüss. Frau Dölle, guten Tag. Geht's oder brauchen Sie Hilfe? Es geht schon, danke. Ich habe nur eine Bitte. Ja, ich höre. Ich habe selbst ein paar Privatdetektive engagiert, weil ich ja sicher bin, dass Ralf nicht der echte Verlobte von meiner Schwester ist. Und dass er uns alle nur hintergeht. Und so wie es aussieht, hat jetzt einer der privaten Ermittler den echten Verlobten von meiner Schwester gefunden. Wirklich? Ja, die werden jetzt hier zum Gerichtssaal kommen und daher möchte ich Sie bitten, dass Sie sie dann auch einlassen. Gut, also, das sehen wir dann, wenn es soweit ist, ja. Ich muss zunächst mal belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen, ja? Sie heißen Silke Dölle, 32 Jahre alt, Sie wohnen in Hildesheim, Sie sind ledig. Beruf? Ja, meine Eltern haben ja ein Gestüt und wir züchten da Galopprennpferde und nach dem Tod meines Vaters habe ich die Leitung dort übernommen. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Ich war seine Chefin. Mein Vater hatte Stefan eingestellt als Pferdewirt aus Mitleid, weil Stefan ist ja weise. So, und jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen über diesen 28. März 2008 zu sprechen kommen. Ja, das können wir gerne machen. Aber zunächst möchte ich mal sagen, ich bin mir sicher, dass Stefan mit der Sache nichts zu tun hat. Da hören Sie es. Und sogar meine Chefin sagt, das ist ich nicht wahr. Ja, ich bin mir sicher, es war Ralf. Ich check echt nicht, warum ich heute sitze. Ja. Weil gegen Sie nach wie vor ein hinreichender Tatverdacht vorliegt. So einfach ist es. Und den werden wir jetzt erstmal versuchen, hier zu klären. So, dann reden wir erstmal über den Tattag, bitte schön, Frau Dölle. Können Sie uns bitte schildern, wie der ganze Tag so abgelaufen ist? Naja, wie ich ja schon sagte, wir züchten Galopper und wir nehmen mit unseren Pferden natürlich auch regelmäßig an Rennen teil. Und Stefan war da in letzter Zeit auch immer als Jockey eingesetzt. Bis zu diesem Abend, wo ich ihn dann kündigte, fristlos. Und weshalb haben Sie gekündigt? Er hatte an diesem Tag schon wieder verloren, obwohl er mein bestes Pferd geritten ist, Thunderstorm. Und das ist alles wegen seiner Trinkerei. Aber daran sind Sie doch selber schuld. Ich? Ja, ich habe bestimmt nicht getrunken, weil es mir so gut bei Ihnen ging. Ja, das ist doch wahr, für Sie hat immer nur der erste Platz gezählt. Ein zweiter oder dritter Rang kam doch gar nicht erst in Frage. Ist doch klar, dass ich dann irgendwann dem Druck nicht mehr standhalten konnte. Wie ist denn das mit der Kündigung genau abgelaufen? Naja, das war einige Stunden nach diesem katastrophalen Rennen. Da bin ich zu Stefan in den Stall gegangen. Wissen Sie die Uhrzeit noch genauer? Ja, das war so um 8:30. Da hat er gerade die Boxen ausgemistet. Also Sie sind zu ihm in den Stall gegangen? Ja. Und was war dort los dann? Ja, dann habe ich ihm halt mitgeteilt, dass ich ihm leider fristlos kündigen muss. Und wie hat er darauf reagiert? Ja, also er hat mir dieselben Vorwürfe gemacht wie eben, dass ich schuld bin an seiner Trinkerei. Naja, aber das war ja nicht alles, oder? Da gab es ja noch was er zu ihm gesagt hat. Ja, aber das sind Dinge, die sagt man in solchen Situationen. Naja. Ich denke, die muss man jetzt nicht ernst nehmen. Was hat er denn gesagt? Ja, also er hat gesagt, dass ich meine Entscheidung noch bereuen werde. Aber wie gesagt, das darf man nicht ernst nehmen. Ja, wie ging das Gespräch dann weiter, nachdem er so eine Drohung ausgesprochen hatte? Gar nicht. Er hat dann auf dem Absatz Kett gemacht, ist aus dem Stall gelaufen und gut, dann habe ich weiter noch Boxen ausgemistet und Thunderstorm gefüttert und plötzlich habe ich einen Schlag auf den Hinterkopf erhalten. Die Spurensicherung, die hat dann herausgefunden, dass es der Stiel von dieser Mistgabel war, mit der Ihnen auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Ja? Haben Sie irgendjemanden gesehen in dem Augenblick, als Sie einen Schlag bekommen haben? Nein, ich meine, ich habe ja den Schlag also von hinten bekommen und ich bin dann auch kurz getaumelt, sofort, weiß nicht, kurz bewusstlos geworden, bin dann hingefallen in der Box und in meinem Dämmerzustand habe ich dann nur mitbekommen, wie Thunderstorm total ausgeflippt ist. Er hat dann rumgeschlagen, ist gestiegen und hat natürlich dann ständig mich getroffen. Ja, klar. Der Angeklagte arbeitet ja jetzt nicht mehr bei Ihnen. Frau Dölle, haben Sie irgendjemandem erzählt, dass Sie dem Angeklagten kündigen oder kündigen werden oder gekündigt haben? Nein, das habe ich niemandem erzählt. Also ich bin ja allein verantwortlich auf dem Gestüt und ich wollte meine Entscheidung wirklich zuerst Stefan mitteilen. Und wusste er denn, dass sonst niemand in diese Pläne, ihm zu kündigen, eingeweiht war?
Ja, schon. Das ist schon richtig. Aber glauben Sie mir, Sie sind da wirklich auf der falschen Spur. Stefan hat das nicht getan. Das muss Ralf gewesen sein. Wie kommen Sie denn drauf, dass dieser Ralf Stahl nur vorgibt, der Verlobte Ihrer Schwester zu sein? Und wie und warum wären sowas überhaupt möglich? Ja, also da kommen mehrere Dinge zusammen. Meine Schwester Carina hatte einen sehr schweren Reitunfall mit einem mehrfachen Schädelbasisbruch und lag daraufhin 9 Monate lang im Wachkoma. Und an die Monate vor dem Unfall kann sie sich seitdem einfach überhaupt nicht mehr erinnern. Also sie hat da einen Gedächtnisverlust. Genau, das sind die Monate, in denen ihre Schwester Carina ihren Verlobten damals kennengelernt hat. Ja, ganz genau. Und wir wussten zwar, dass sie jemanden kennengelernt hat, dass sie eine Beziehung hat, aber sie hat ein totales Geheimnis aus ihrem Freund gemacht. Also keiner wusste, wer es war. Und nachdem ihre Schwester Carina dann ins Koma gefallen war, ist plötzlich Ralf Stahl aufgetaucht und hat behauptet, er sei ihr Verlobter. Richtig. Und ich meine, ich hätte ihm ja auch schlechtes Gegenteil beweisen können. Also. Ja gut, also die Polizei hat immerhin in diese Richtung ermittelt. Und es konnten keinerlei Hinweise dafür gefunden werden, dass ihr Verdacht auch nur annähernd erhärtet wird oder bestätigt wird, ja? Also, ich meine, der Ralf hat das doch sogar zugegeben, seinen Betrug. Inwiefern? Was hat er gesagt? Ja, also das war ein Tag, bevor er Thunderstorm auf mich gehetzt hat, bin ich zu ihm hin und habe ihm meine Meinung gesagt. Und was ich von ihm halte, dass ich weiß, dass er ein Betrüger ist und dass er uns alle hintergeht. Ja, und wissen, was er gesagt hat? Was? Das musst du mir erstmal beweisen. Und dann habe ich gesagt, das werde ich dir beweisen. Und Sie haben ihm also angedroht, Privatdetektive zu beauftragen, damit die dann ihre Vorwürfe beweisen Ganz können? Ganz genau. Hey, da hätten Sie mal sein Gesicht sehen sollen. Ich meine, der weiß ja, wie das läuft. Der ist ja selbst Privatdetektiv. Und dann hat er aber auch nichts mehr großartig gesagt, ist einfach gegangen. Gibt es noch Fragen an die Frau? Keine Fragen. Dann bleiben Sie erstmal unverteidigt. Sie dürfen hinten Platz nehmen. Hilfe brauchen Sie nach wie vor keine. Es geht, oder? Es geht. Zeugin Carina Dölle, bitteschön. Frau Dölle, guten Tag. Haben Sie hier Platz? Auch an Sie zunächst mal die Belehrung. Sie müssen als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Carina Dölle, 30 Jahre alt. Sie wohnen in Hildesheim? Ja, ich lebe mit meinem Verlobten zusammen auch auf dem Gestüt. Genau wie meine Mutter und meine Schwester. Wir sind dorthin gezogen, als ich aus der Reha gekommen bin. Ihr Familienstand, Sie sind verlobt, wie Sie selber gerade sagen. Ihr Beruf, Sie sind selbstständige Immobilienmaklerin. Nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Sie wissen, es geht heute darum, der Angeklagte soll versucht haben, am 28. März ihre Schwester zu töten. Ja, es ist echt schlimm, dass ausgerechnet Stefan sowas gemacht hat. Das hätte ich wirklich nicht von ihm gedacht. Und mein Vater hat so große Stücke auf ihn gehalten. Ich hab aber wirklich nichts getan. Tut mir leid, aber das kann ich dir nicht glauben. Warum bist du denn sonst am nächsten Morgen pünktlich zur Arbeit erschienen, obwohl Silke dir gekündigt hatte? Ich habe einfach gehofft, dass ich vielleicht noch mit der Chefin reden kann, ganz in Ruhe. Haben Sie denn am Morgen nach der Tat mit dem Angeklagten gesprochen? Ja, kurz auf dem Hof, während meine Mutter das Auto aus der Garage geholt hat. Wir wollten gerade zu Silke ins Krankenhaus fahren. Da habe ich ihm erzählt, was passiert ist, dass Silke einen Unfall hatte. Wie hat er denn reagiert, als Sie da mit ihm gesprochen haben, als Sie ihm von dem Unfall erzählt haben? Er wurde nervös. Er hat sofort nachgefragt. Schwebt Silke in Lebensgefahr? Wird sie denn sterben? Also für mich hat es sich so angehört, als wenn er gar nicht glauben könnte, dass sie noch lebt. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Das war alles. Ach Mensch, Carina, wieso glaubst du das denn nicht endlich? Also Stefan hat nichts mit der Sache zu tun. Das war Ralf. Blödsinn. Carina, Mensch, jetzt versteh doch endlich, dass Ralf deine Amnesie nur ausnutzt, um an dein Geld zu kommen. Silke, hör doch endlich auf. Ralf ist kein Betrüger. Er ist und bleibt mein Verlobter. Sonst hätte er sich doch nicht so um mich gekümmert, als ich im Koma lag. Ralf ist vor allem ein guter Schauspieler. Der weiß, wie man andere um den Finger wickelt. Habe ich am eigenen Leib erfahren. Als Carina im Koma lag, da hatten Ralf und ich eine Affäre. Das hat so ganz langsam angefangen. Ich meine, Ralf wohnte ja dann bei uns, als Carina im Koma lag. Und da waren wir ja viel zusammen. Wieso ist er eigentlich bei Ihnen und bei Ihrer Mutter eingezogen? Angeblich, weil es dann näher wäre, weil er dann näher bei Carina wäre, weil unser Hof günstiger zur Klinik liegt. Aber in Wirklichkeit hat er total andere Gründe gehabt. Und die wären? Ja, lässt sich von unserem Personal bekochen, wohnt ohne Miete, fährt Carinas Sportwagen. Und dann hat meine Mutter ihm sogar noch Geld gegeben, damit er nicht mehr arbeiten muss, damit er voll und ganz für Carina da sein kann.
Naja, und ich meine, Ralf ist natürlich, wie wir auch, davon ausgegangen, dass Carina wahrscheinlich gar nicht mehr aufwacht. Dann hat er sich einfach bei uns eingenistet und auf unsere Kosten gelebt. Silke, hör doch endlich auf, solche Lügen über ihn zu erzählen. Nur weil du sauer auf ihn bist, brauchst du noch lange nicht solche Sachen zu behaupten. Carina, ich lüge nicht. Natürlich lügst du. Und du hattest auch nie eine Affäre mit Ralf. Carina, Ralf hat nur mit mir Schluss gemacht, weil du wieder aufgewacht bist. Und ich meine, es war natürlich für ihn wie ein Sechser im Lotto, ja? Da hat er dir dann gleich einen erneuten Heiratsantrag gemacht, wie er gesagt hat, damit er dich dann endlich heiraten kann und an dein Geld kommt. Frau Dölle, ich fürchte auch, dass Ihnen der Herr Stahl den Verlobten, vor allem den glücklichen Verlobten, nur vorspielt. Ja. Und ich kann mir auch schon vorstellen, wie er auf diese Idee gekommen ist. Und schauen Sie, der Herr Stahl, der ist ja vom Beruf Privatdetektiv. Da liegt doch die Vermutung nahe, dass er vor Ihrem Unfall von Ihnen beauftragt wurde. Und ich bin mir sicher, dass dieser Auftrag etwas mit Ihrem echten Verlobten zu tun hat. Ja, genau. Das wäre doch wenigstens ein Grund. Weil es muss ja einen Grund geben, warum du niemanden von deinem Verlobten erzählt hast. Warum du immer so ein Geheimnis draus gemacht hast. Der Grund spielt auch im Moment gar keine Rolle. Entscheidend ist doch, dass der Herr Stahl durch Ihren Auftrag wusste, dass Sie bis dato noch niemanden in Ihrer Familie den Verlobten vorgestellt hatten. Das war doch das Entscheidende. Genau das hat er sich dann später zunutze gemacht. Als Sie dann nach Ihrem Reitunfall ins Koma gefallen sind und ja, alles danach aussah, als ob Sie nie wieder aufwachen würden. Genau das hat er sich dann zunutze gemacht. Und als dann Ihre Schwester Silke ihm auf die Spur kam, ihm seinen Betrug nachweisen wollte, da hat er versucht, sie aus dem Weg zu räumen. Und deshalb hat er an diesem Abend versucht, sie zu töten. Ja, genau so ist es. Also, Carina, das wirst du schon noch sehen heute, dass der Ralf... Ich habe Ralf nicht als Privatdetektiv engagiert, sondern ich habe ihn in London kennengelernt. Weißt du das sicher? Ja. Kannst du dich erinnern? Nein. Gut, ich würde dann gern mit dem Herrn Stahl selbst sprechen, es sei denn, es hat noch jemand Fragen in den Zeugen. Keine Fragen mehr, danke. Oder fällt Ihnen selbst noch irgendwie was ein? Nein. Dann dürfen Sie bei Ihrer Schwester hin Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Ralf Stahl, bitte. Ja. Herr Stahl, guten Tag. Herr Stahl, kommen Sie doch bitte einfach nach vorn und nehmen Sie mal einfach hier Platz. Zuallererst muss ich Sie mal belehren, als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Rein vorsorglich, 55 StPO, belehre ich Sie auch, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Ralf Stahl, 41 Jahre alt, Sie wohnen in Hildesheim, Ihr Familienstand? Verlobt. Von Beruf sind Sie Privatdetektiv, also selbstständig? Ja. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Nee. Gut, wie Sie ja wissen, soll der Angeklagte am 28. März 2008 diesen Hengst Thunderstorm vorsätzlich in Panik versetzt haben, damit er die Frau Silke Dölle letzten Endes zu Tode trampelt. Ja, es ist einfach unglaublich, dass jemand ein Pferd ansticht in der Hoffnung, einen Menschen zu töten. Also ich finde das auch ganz schrecklich. Ich finde auch ganz schlimm, was letzten Endes dann wirklich passiert ist. Sie haben bei der Polizei schon ausgesagt, dass Sie an diesem Abend eine Beobachtung gemacht haben. Können Sie das bitte mal genau erzählen? Ja, ich konnte zu der Zeit schlecht schlafen. Ich mache mir auch wahnsinnige Vorwürfe. Was ich sagen kann, schildern kann, ist, ich habe das Wiehern eines Pferdes gehört und hätte eigentlich hingehen sollen, aber ich dachte, das ist der Angeklagte erledigt. Konntest du auch nicht ahnen, dass er sowas tut? Können Sie das bitte mal genauer erklären? Wieso sind Sie davon ausgegangen, dass der Angeklagte sich darum kümmern würde? Und wieso sind Sie überhaupt davon ausgegangen, dass er noch da ist? Ganz einfach, aus dem Arbeitszimmer von mir ist ein Fenster. Mhm. Und von diesem Fenster aus konnte ich direkt zum Pferdestall sehen und habe da das Fahrrad stehen sehen vom Angeklagten. Und von daher dachte ich, dass er noch da ist und sich um die ganze Sache kümmert. Das Ganze ist ja ein Gestüt und zugleich ein Rennstall. Und Sie wohnen da auf dem Gelände des ehemaliges Knechthaus. Mit meiner Verlobten zusammen. Ja, schauen Sie mal, wir haben da so eine Grundskizze des ganzen Geländes. Vielleicht könnt ihr es mal da zeigen, wo das alles genau liegt, damit man da eine Vorstellung davon bekommt. Also, das ist der Gutshof, das Hauptgebäude. Dort wohnt Silke mit ihrer Mutter Margot drin. Gegenüber ist der Pferdestall. Und dieses kleinere Gebäude hier, das ist das ehemalige Knechthaus. Dort wohne ich mit meiner Verlobten. Hier vorne ist das Arbeitszimmer und am hinteren Teil ist das Wohnzimmer. Also hier hielten wir beide, also meine Verlobte und ich, uns auf. Ich bin irgendwann im Laufe des Abends, weil ich mir Zigaretten holen wollte, vorne ins Arbeitszimmer und habe dann hier durchs Fenster rausgesehen und habe das Fahrrad dort stehen sehen, beziehungsweise das Pferd wiehern hören. Ich habe mir aber dabei nichts gedacht. Und bin dann zurück zu meiner Verlobten ins Wohnzimmer gegangen. Ja, das stimmt.
Er war wirklich nur ein paar Minuten weg und ist auch gleich zurückgekommen. Gut, danke, Herr Stahl. Da können Sie auch wieder hinsetzen. Wissen Sie noch, wie spät es war, als Sie da das Wiehern gehört haben? Ja, ich in etwa 20 Uhr, 20.30 Uhr. Ich würde Ihnen gern mehr sagen oder weiterhelfen, aber genau kann ich es nicht sagen. Das ist eigentlich nicht so schlimm, wenn Sie es nicht sagen können. Vorsitzender, wenn Sie gestatten. Bitte schön, die Uhr. Wir haben ja die Uhr. Und diese Uhr ist stehen geblieben, genau um 20.31 Uhr. Und sie ist deswegen stehen geblieben, weil sie vom Pferdehuf getroffen worden ist. Und damit steht unter Berücksichtigung des Umstandes, dass 4 Minuten später die Mutter den Notarzt gerufen hat, nämlich um 20.35 Uhr, sich die Tat eben zwischen 20.31 Uhr und 20.35 Uhr ereignet haben muss. Und da muss der Angeklagte auch mit seinem Fahrrad weggefahren sein. Aber es kann in 4 Minuten hatten Sie genügend Zeit, auch noch zu flüchten. Das kann gar nicht sein, denn als ich weggefahren bin, ja, da war der Hengst total ruhig. Also der Hengst war bestimmt alles andere als ruhig, als dein Fahrrad noch da stand. Hör doch auf, Stefan, die ganze Schuld in die Schuhe zu schieben, nur damit du ungeschoren davonkommst. Ach, Silke, hör doch auf mit dem Quatsch. Ich kann es so langsam nicht mehr hören, wirklich. Wenn ich deine Gefühle verletzt haben sollte, dann tut mir das unglaublich leid. Aber du gehst mit deinen Beschuldigungen einfach zu weit. Ach, du musst endlich mal akzeptieren, dass Ralf und ich zusammengehören. Wir werden bald heiraten. Carina, ich versuche dich nur vor einem extrem schweren Fehler zu bewahren. Schau ihn dir an. Diesen Ring hat Ralf mir zu unserer Verlobung geschenkt. Ja. Den hatte ich schon am Finger, bevor ich ins Koma gefallen bin. Und warum sind Sie sich sicher, dass er von Ralf Stahl ist? Hier. Schauen Sie. Da drin ist eine Gravur. Da drin steht R und K, also Ralf und Carina. Ich kann mich da noch dran erinnern. Das war 3 Monate, bevor sie ins Koma gefallen ist, also vor dem Unfall. Da habe ich den Ring in London ihr gekauft. Ja, und zu der Zeit war ich auch in London. Ich habe dort gearbeitet, in einem Maklerbüro. Gut, nehmen Sie doch bitte wieder Platz. Ich weiß noch. Ich weiß noch, wie ich sie damals ganz romantisch zum Chinesen ausgeführt habe. Meine Güte, ich kenne die Geschichte. Und das genau beweist, dass du lügst. Carina hat nämlich nie gern chinesisch gegessen. Du hast doch nicht so ein dummes Zeug zusammen. Du willst doch einfach nur die Beziehung zwischen mir und Carina auseinanderbringen. Ich krieg dich heute noch dran, das wirst du sehen. Ja, quatsch du nur. Du wirst mich nicht auseinanderkriegen mit Carina. Niemals. Noch Fragen an den Zeugen? Dann Stahl, da nimmst doch auch bitte hin. Platz, sie bleiben unvereidigt. Margot Dölle, bitteschön. Danke.